So, meine Lieben, wir sind in der letzten Runde. Ich freue mich sehr, dass ihr noch da seid. Ihr habt aber auch gewartet, weil ihr wusstet, es kommt noch was, und zwar ein Preisträgerfilm bereits. Ja, dieser Film hat bereits, einen Preis bekommen, nämlich bei der Berlinale gab es den Heiner-Karo-Preis der DEFA-Stiftung. Das war eine wunderbare Auszeichnung, und ich konnte, kann man ruhig nochmal, genau. Danke, Clara. Für Knochen und Namen von einem Mann, der als Schauspieler schon sehr, sehr viel gemacht hat, aber das war dann so dein erster langer Spielfilm? Und dann gleich so einen tollen Preis zu bekommen, ist natürlich eine große Ehre. Ja, ganz herzlich willkommen, schön. Fabian Stumm ist bei uns. Hallo, hallo. 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 Und er konnte für diesen Film, er spielt selber mit, also ist da auch in der Hauptrolle zu sehen, aber eben auch ganz wunderbare Schauspieler und Schauspielerinnen versammeln. Da sind sehr, sehr viele große Namen dabei, die alle mitgemacht haben aus verschiedenen Motiven. Werden wir wahrscheinlich gleich erfahren, warum man sowas sich antut. Ein Projekt, das ja wirklich auch eine gewisse Verrücktheit hat und eine Wildheit hat und eine eigene Poesie. Ich begrüße ganz herzlich auf der anderen Seite der Barrikade im Film. Da ist sie nämlich eine Regisseurin und erzählt den Leuten, was sie zu tun und zu lassen haben. Aber als Schauspielerin kennen wir sie natürlich sehr, sehr gut. Marie-Lou Sellers. Hallo, willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Hallo. Und Fabian, vielleicht kannst du mal kurz sagen, soweit ich mich erinnere, ist das Projekt ja zu verdanken. Sagen wir es doch mal positiv, dass wir Corona hatten. Das stimmt. Corona und meinem Ex-Freund, der mich sich getrennt hat. Auch vielen Dank dafür. Oh ja. Nein. Okay. Nein, aber das, das ist, oh Gott, so schrecklich. Hoffentlich guckt er nicht zu, oh Gott. Das ist schon sehr spät und ich habe ein Bier getrunken. Ja. Jetzt ist es raus, egal. Ja. Nein, aber tatsächlich, es gab eben diese universelle Phase des Strugglens, sage ich mal. Genau, Covid und dann eben diese privaten Themen. Ja. Und daraus entstand dann tatsächlich dieses Drehbuch relativ rapide, weil ich gemerkt habe, ich hatte so das Bedürfnis, auf eine sehr egoistische Art mich eben mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Mhm. Und als ich das dann den Leuten geschickt habe, die ich beim Schreiben schon im Kopf hatte, unter anderem Marie-Lou, war ich ganz überrascht und auch sehr, sehr glücklich, dass das anscheinend nicht nur bei mir so war, sondern dass in dieser Zeit sehr viele Leute sich mit diesen Themen auseinandergesetzt hat. Wie war es bei dir, als sich getrennt haben? Das auch. Und als du das dann gelesen hast und wusstest, das wird ja auch eine Herausforderung, diese Figur zu spielen. Ist ja nicht ohne. Ja, aber man kriegt ja mit jedem guten Drehbuch, kriegt man ja jeden Schauspieler, jeden auf der Welt. Wenn das Buch gut ist, kommen wir ja alle sofort. Für Ume, wir bringen unsere Kleider mit, wir bringen unsere Sprachkenntnisse mit. Mhm. Also das war überhaupt, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich habe mich einfach irrsinnig gefreut. Wir haben uns mal auf dem Dreh kennengelernt, auf einem deutsch-französischen Dreh und sind einmal Zug gefahren und er saß. Diese eine Zugfahrt, die hat uns irgendwie vor ein paar Jahren zusammengebracht. Und du sprichst ja Französisch in dem Film. Das ist richtig, ja. Ich bin Französin. Und warum kannst du das so perfekt? Parce que je suis française, moi. Ich bin Französin. Du bist wirklich richtig Französin. Wir kennen uns schon so lange, aber das ist so Teil deiner Identität. Ja, aber wer so ein bisschen detektivisch veranlagt ist, Marie-Lou. Ja, man hätte drauf kommen können. Man hätte drauf kommen können. Man hätte drauf kommen können, ja. Das Salem ist dann vielleicht wieder für eine andere Richtung. Arabische Juden. Wollte ich gerade sagen. Also insofern, warum muss die Figur dann Französisch sprechen als Regisseurin? Weil ich eine französische Problemfurcht-Filmerin bin. Also ich habe ein großes Projekt. Ja, ich komme aus einem anderen Land, weil ich da mein Projekt nicht realisieren kann. Und ich komme aus einem, sag du es doch. Nee, toi. Das ist bekannter, die sind wegen dir hier. Fabi hat sich überlegt, das ist eine Frau, die hat eine filmische Kultur und die kann aber, das ist, glaube ich, der sterbende Arthouse-Kino. Ja. Wir behaupten, dass in Frankreich auch das Arthouse-Kino stirbt. Ja. Jetzt, wo kann die kommen? Die kommt vielleicht noch nach Deutschland, in das Land der Dichter und Denker, noch nicht der Richter und Henker, und versucht, ihr Projekt da an Land zu kriegen mit der German Angst. Ja, mit der German Angst. Wobei man dazu sagen muss, fairerweise, und es macht mich immer neidisch, dass Frankreich natürlich immer noch ein Traumland ist für Arthouse-Filme. Wenn bei uns 5000 Leute einen Film sehen, einen iranischen Film, sage ich mal, dann Asghar Farhadi oder so, dann sind es in Frankreich 300.000. Ja, also natürlich. Das ist eine ganz andere Kiste. Ja. Also ist es eine gewisse Ironie, Fabian, dass du eine französische Regisseurin zu uns kommen lässt? Naja, das ist natürlich, ich bin eben tatsächlich sehr frankophil und sehr, also gerade was das französische Kino angeht, das begleitet mich seit ich 11, 12 bin, keine Ahnung, sondern wenn man dann so Truffaut sieht und Godard und da, das hat mich halt total geprägt und deshalb war auch sehr klar, weil der Film ja doch, also es gibt sehr viele autobiografische Elemente, auch wenn das sehr alles ist entfremdet und es
ist meine Geschichte, aber ist auch nicht meine Geschichte. Mhm. Und ich hatte total Spaß dran, mit so einer gewissen Utopie auch zu arbeiten. Ne? Also dass das erst, ich weiß noch, das war dann erst so ein Witz, so, ah ja, dann kommt so eine französische Regisseurin und castet aber deutsche SchauspielerInnen auf Deutsch, aber inszeniert auf Französisch und dann gibt es eine Dolmetscherin, die da ständig, also irgendwie war das eine schöne, eben der Schauspieler in mir fand das dann spannend, so als Setting. So. Und auch eben diese Brücke zwischen Deutschland und Frankreich, damit man es nicht so eindeutig nur auf ein Land und eine Sprache festlegt. Ja. Was bist du denn für ein Regisseurstyp? Also was du für eine Regisseurin bist, das werden wir noch bereden, aber wie hast du dich selbst dann so am Set verhalten? Ist ja auch nicht also, einfach, eigene Buch zu verwirklichen, selbst zu spielen und dann noch mit diesen tollen Kollegen zu arbeiten. Ja, ja, das war, ich glaube, ich bin sehr nett. Super, super, toll, nein. Sagen wir mal so, da muss man jetzt auch sagen, ich glaube, weil ich ja so lange auch selber Schauspieler bin, habe ich natürlich, glaube ich, unbewusst, also eine Art zu inszenieren, also die Art, wie ich mir das natürlich wünsche, dass man mich inszeniert und mit mir arbeitet am Set. Und das kommt natürlich dann sehr, also automatisch so. Also ich bin grundsätzlich jemand, ich halte nicht viel von irgendwie Druck und Aggression. Und also ich bin einfach sehr anstrengend. Darf ich es vormachen? Es geht so. Ich zeig's. Es geht so. Du kannst es, also normalerweise würde jetzt ein Regisseur sagen, so wie ich da in dem Film würde sagen, also das und das und das und das und das und das machen wir nochmal anders, oder? Und bitte, bei Fabi ist das so. So ganz intim sozusagen, also nur ins Ohr und. Der Partner, der dem gegenüber sitzt, der hat nicht gehört, was die besprochen haben. Das macht er nur mit mir oder nur mit dem anderen. Und dann macht er so noch und dann geht er. Und dadurch ist der andere dann vielleicht überrascht, was nun jetzt kommt. Da hat man eine gewisse Spontanität. Und er hat auch nicht dieses Problem, dass er sagt, wieso, das habe ich doch, schon gemacht, das habe ich, habe ich doch schon gespielt, damit er nicht blöd dasteht von dem anderen Kollegen. Sondern es passiert nur für dich und es passiert in großer Ruhe und es passiert in großer Intimität und danach entsteht totale Freiheit. Mhm. Und da gleich, weil du bleibst nicht noch dabei, wie arbeitet deine Regisseurin? Meine Regisseurin arbeitet unerbittlich auf der Suche nach der Wahrheit, was immer das für ein Konstrukt ist. Ne? Ist ja, wie wir wissen, ein Konstrukt. Ist ihr subjektives Konstrukt, ist ihr, an dem arbeitet sie sich ab. Und diese Suche nach der Ambivalenz ist eigentlich, und nach der Freiheit, das ist ja sozusagen das, womit sie alle terrorisiert. Das Gegenteil davon passiert ja. Ne? Aber trotzdem ist sie so an so einem Punkt, das ist ja auch so eine Figur, wie, ich weiß, als wir sie gedreht haben oder anprobiert haben, gab es ganz viele am Set, die gesagt haben, du bist aber wirklich unmöglich. Ne? So, dann gibt man ja irgendwie so Gas und dann denkt man so, ja, aber es ist natürlich auch die Summe dessen, was man erlebt hat zum Teil, vor deren Hintergrund man sozusagen sich selber ausprobiert hat und das ist eine ganz große Frage im Moment. Ja, ne? Ja. Wie haben wir gerade eben am Rand auch, wie führt man Regie? Ne? Ja. Wie führt man? Ja. Also führt man überhaupt noch? Mhm. Oder sollte man überhaupt noch führen? Oder ja, das ist so, und ich glaube, durch dieses, also ich habe versucht, diesen Grad, oder wir haben versucht, diesen Grad zu erzählen von einer Figur, die auf jeden Fall versucht das zu rekonstruieren, ihre persönliche Wahrheit und die auch wirklich ein Anliegen hat. Aber das ist eine hochinteressante Frage, wo ich auch denke, das hat man noch in den 70ern ganz anders gesehen, dass das Regie-Genie und jede künstlerische Leistung ist es eben wert, dass man dafür auch Opfer bringt. Ja, ich glaube, das ist vorbei und vielleicht auch richtig. Das ist, ne? Ich finde das auch. Deshalb war mir die Figur auch so wichtig und ich fand das so toll, dass Marilou eben nie versucht hat, die zu glätten oder weich zu machen, sondern weil das hat wirklich so, in dem Film ist das so wichtig gewesen, dass es so diese einen Pfeiler gibt und die zieht das so durch. Und ich erinnere mich auch noch, als ich 2001 auf der Schauspielschule war, ich war in Amerika auf der Schule und da gab es einen Lehrer, der hat mich so, der war überhaupt nicht böse oder so, aber der hatte eine Schärfe, eine Härte und eine Ruhe dabei, das hat mich so eingeschüchtert und ich habe auch mal gedacht, warum muss das so sein? Natürlich bin ich witzigerweise bei dem im Unterricht am weitesten gekommen, so, weil das irgendwie hat er mich dazu gebracht, dass ich natürlich dann auch gearbeitet habe und versucht habe, Sachen zu überkommen, aber ich weiß noch, der war sehr streng und in dem Moment, wo ich nach anderthalb Jahren eine gute Kritik bekommen habe, bin ich aus der Klasse rausgewechselt, weil ich dachte, okay, mehr geht nicht. Aber das, der gehört auch in eine andere Zeit einfach. Das ist 20 Jahre her.
Fabian, damit sind wir noch an einem wichtigen Punkt. Es ist eben auch eine queere Liebesgeschichte. Dein Partner Knut Berger ist Namensvetter. Gibt es gar nicht so oft. So viele Knuts gibt es gar nicht in der Branche. Es gibt drei, die ich kenne. Ja, ja. Dich, Knut Berger und ein Tier. Knut Hamsun und den Eisbären. Über den reden wir nicht mehr. Entschuldigung. Aber nein, alles gut. Er ist Schriftsteller im Film, du eben der Schauspieler. Und es ist dann für mich auch, neben allem Tragischen einer solchen zerrütteten Liebesgeschichte, schon auch ein Film über das Leiden an der Kreativität. Und es ist ein lustiger Film übrigens, wollen wir auch nicht vergessen, ich finde, es hat viel Humor auch. Mhm. Aber dieses, was du auch ein bisschen beschrieben hast gerade schon, Marino, welches Opfer man bringen muss, welche Krisen man durchmacht, dass man ja eigentlich als kreativer Mensch immer in einer Krise ist. Es ist immer eine Dauerkrise des kreativen Auf Schaffens. Eine Art. Und ich finde, es ist schon auch ein Grundthema oder ein Grundrauschen deines Films? Ja, ja. Also das ist, ich habe da keine Antwort drauf. Das ist was ich mich auch tatsächlich sehr frage im Alltag. So. Also ich glaube, viele von uns, die in künstlerischen Berufen arbeiten, die hadern da schon auch mit, glaube ich, oder so kenne ich das in meinem Freundeskreis, dass ich mich eben frage, es geht irgendwie nicht mit und nicht ohne. Also gerade in so Beziehungskonstrukten. Ne? Also ich kenne halt beides. Ich kenne die Beziehungen mit einem Partner, der einen ähnlichen Beruf hat oder auch künstlerisch arbeitet, und das gibt wahnsinnige Reibungen oft auf eine Art. Ich kenne aber auch das andere Gegenteil, wenn das gar nicht der Fall ist, ist es auch schwierig. Also es ist für mich, ist wirklich eine große Frage. So. Also, und auch so dieses, inwieweit, ich sage mir dann immer, es wäre für mich selber auch gesund, mal drei Schritte rauszugehen und mal weniger mich damit zu beschäftigen, aber dann gehe ich auch so seltsam weg von mir, weil das einfach so ein großer Teil ist. Und ich, je älter ich werde, ich bin jetzt 42, so langsam komme ich schon dazu, dass ich so sage, ja, ganz ehrlich, dann ist das einfach so. Es ist halt nun mal 90% in meinem Kopf ist halt Kino und Film und Figuren. Und das war auch schon immer so, seit ich denken kann. Dann gibt es noch meinen Hund, dann gibt es meine Familie, dann gibt es euch. Da muss halt dann der Partner mit umgehen. Und ich verstehe, dass das schwierig sein kann, aber ich weiß dann auch immer nicht, ist dann die Antwort zu lernen, davon Abstand zu nehmen? Keine Ahnung. Die Reihenfolge fand ich gut. Hund, Familie und ihr. Also das immerhin, es ist auch ein Ranking. Aber geht es dir ähnlich mit dieser Krisenhaftigkeit von... Auch der Hund zuerst. Nee, ich bin jetzt mal so richtig schwarzmalerisch. Ich finde das Problem, dass man kreativ arbeiten kann, das ist ehrlich gesagt existiert kaum noch, weil man gar nicht mehr kreativ arbeiten kann. Also ich finde gerade diese Äußerungsform der Film ist ja überschattet von allem anderen als von Kreativität. Also finde ich, ja. Und deswegen ist es, wenn man jetzt zurück aufs Private geht, ich bin aber nun deutlich älter und ich möchte tatsächlich beides leben. Ich möchte sozusagen mit meiner Familie oder mit Ängsten, mit meinen Partnern leben und ich möchte nicht in Kaugummi treten. Ich hasse Kaugummi. Nee, ich finde, das Problem ist, wie können wir kreativ arbeiten? Und das ist die Antwort auf die Frage, warum das so toll war. Weil es tatsächlich nur darum ging. Wir hatten keinen Druck, wir hatten keinen Produzenten im Hintergrund, wir hatten kein Ergebnis, auf das alle warteten. Das war nur sein Ergebnis. Es ging um einen komplett anderen Raum, den wir betreten haben. Und der unglaublich ergiebig ist, wie man sieht, innerhalb von 3 Wochen ohne ein Pfennig Geld diesen Film zu machen aufgrund dieses Buches mit uns als Konstellation, ist absolut möglich. Will man aber natürlich nicht immer weitermachen. Irgendwann möchte man, dass er Geld dafür bekommt, dass er, ne, und das sind diese alten, also wo geht das alles hin, das wissen wir im Moment gar nicht. Also stirbt der Arthaus oder ist er nur noch als Bereicherungsquelle für das, für die Entertainment-Industrie? Wie weit, ne, ist so die Grundfrage. Und deswegen denke ich mir, ich würde gerne so eine Krise haben, so eine kreative Krise im Sinne von, ich würde gerne mich nicht entscheiden können. Ich nehme das total ernst und du hast auch total recht für deinen Fall. Aber in meinem Fall ist es so, der überwiegende Teil, der mir angebracht wird, den kann ich eigentlich gar nicht machen, es sei denn, ich will Geld verdienen. Ne? Mhm. Aber kreativ ist das nicht. Und das ist ja das, was auch alle schon seit Jahren... Aber ich bin dir sehr dankbar, erstmal für die offenen Worte, aber eben auch dafür, dass du den Bogen nochmal geschlagen hast zum Film, wo das eben als Spielwiese möglich war. Immerhin, es gab den Heiner-Karo-Preis, da hing ja auch ein bisschen Geld dran. Also ein bisschen, aber es ist natürlich nicht so, wovon man leben kann in der Tat. Also ich hoffe für den nächsten Film, dass es dann auf einem anderen Niveau, was zumindest die Ausstattung, also finanzielle Ausstattung betrifft. Aber andererseits dieser große Charme, den dieser Film hat, diese Frische, diese Intimität, kommt eben genau aus der Art der Produktion. Mit Freunden zusammen ein Projekt zu machen, das man machen wollte.
Worte, Knochen und Namen hier im Wettbewerb in Schwerin. Bedanke mich sehr herzlich. Schön, dass ihr da wart und freue mich natürlich, wenn ihr morgen wiederkommt. Morgen haben wir auch tolle Gäste. Christina Grosse wird kommen, auch eine wunderbare Schauspielerin, ist zu sehen in Alaska. Und David Striso ist leider krank, sage ich auch. Aber Ivan Schwedow kommt mal wieder. Auch ein Stammgast übrigens hier in Schwerin. Freue ich mich auch schon sehr. Vielen lieben Dank und kommt gut nach Hause alle. Dankeschön. Bis morgen. Dankeschön. Danke.